Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Heute habe ich mal wieder zwei Stapel vorbereitet und es geht um die Botschaft deiner Seele. Was ist jetzt wichtig für dich? Wenn du dich schon von einem Stapel angesprochen fühlst, bekommst du vielleicht ein paar Impulse, irgendwelche Hinweise, neue Perspektiven, die dich jetzt weiterbringen. Deshalb spür gerne nochmal rein, welcher Stapel dich hier anspricht. Den zweiten Stapel verlinke ich dir unter dem Video, genau wie die Karten, die ich hier benutze. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit der Nummer 1. Hallo, Stapel Nummer 1. Du hast dich hier für den Quarz entschieden und die Orakelkarten legen wir erstmal zur Seite und wir schauen mit den Lenormand-Karten, was ist gerade deine Lernaufgabe, was blockiert dich gerade, was solltest du gerade tun, was solltest du lieber lassen und was auch immer gerade wichtig für dich ist. Da habe ich einen Stopp und wir haben den Hund, den Park, die Kreuze, das Kind, den Reiter, die Pilze und den Traumfänger und am unteren Deck die Sonne. Irgendwie erinnert mich diese Legung an, ich glaube, es war der dritte Stapel in der Märzlegung. Okay, also, ja, ich fühle gerade rein, aber für mich ist es hier schon eine eindeutige Energie, wenn wir den Hund hier auf dieser Position haben, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht darum geht, sich sein Umfeld nochmal genau anzugucken, weil genau das sagt auch der Park. Der Park zeigt an, dass es wichtig ist, sich vielleicht mal unter neue Menschen zu mischen, mal was Neues auszuprobieren, vor allem nicht zu Hause sitzen zu bleiben, sich irgendwie zu connecten, sich zu verbinden. Und wenn wir hier das Kind haben, ist es der Neubeginn, etwas Neues auszuprobieren. Und wenn der Hund hier auf deiner Blockade liegt, dann ist dir das wahrscheinlich schon bewusst, dass du vielleicht Menschen in deinem Umfeld hast, die sich nicht mehr stimmig anfühlen, wo vielleicht ein bestimmter Zyklus abgeschlossen ist. Bestimmte Menschen begleiten uns ein Stück weit und dann ist es aber vielleicht auch gut, die Erfahrung, die wir mit der Person gemacht haben oder die Unterstützung, die uns für eine Zeit geholfen hat, ist vielleicht irgendwann, ja, ist es dann auch mal gut. Man hat sich vielleicht gegenseitig nichts mehr zu erzählen oder man ist auf unterschiedlichen Wegen unterwegs, man hat unterschiedliche Ziele, man schlägt einen anderen Weg ein und irgendwann merken wir, dass es irgendwie nicht mehr harmoniert, dass man vielleicht nicht mehr dieselbe Welle reitet, dass man irgendwie, also das ist für mich eine ganz starke Energie, dass man irgendwie in eine andere Richtung gezogen wird. Und genau darauf darfst du auch vertrauen, weil hier haben wir auch eine sehr starke Energie und in dieser Kombination ist das für mich auch so die Energie von Seelenfamilie, dein Soul Tribe, Menschen, die jetzt irgendwie in dein Leben kommen möchten, die jetzt für deinen nächsten Lebensabschnitt irgendwie wichtig sind. Und wirklich hier auch haben wir wieder das Thema Pilze, toxische Einflüsse, Menschen, die dir einfach nicht mehr gut tun und sich dem jetzt zu stellen und auch darauf zu vertrauen, dass die Emotionen, die Zeichen, die man bekommt, dass man das auch wirklich ernst nimmt und nicht irgendwie ignoriert oder vielleicht nicht wahrhaben will, weil man bestimmte Personen schon so lange kennt und an irgendetwas festhalten möchte, was aber offensichtlich vielleicht ausgedient hat. Und ich glaube, ich möchte noch drei Zusatzkarten. Das ist eigentlich eine ganz klare Botschaft, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier vielleicht noch irgendetwas fehlt. Ja. Aber die gleiche Botschaft wird hier wieder wiederholt. Wir haben die Entscheidungen, wir haben wieder den Park und wir haben die Veränderung. Also für mich ist es ganz, ganz klar die Botschaft, verändere dein Umfeld, verändere deine Routinen, probiere mal wieder neue Sachen aus, wo du auch im Kontakt mit anderen Menschen kommst. Das würde dir gerade gut tun. Weil dann kommt auch wieder so ein bisschen Bewegung in dein Leben und es möchte sich ja halt gerade etwas Neues manifestieren, das halt auch nur funktioniert, wenn du ein neues Umfeld hast. Weil ich glaube, das Umfeld, das du gerade hast, man kann sich da gegenseitig nicht weiter irgendwie entwickeln oder blockiert sich vielleicht sogar auch eher. Hier haben wir die Karte, du bist verantwortlich für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Dein Sein lehrt die Kinder den Weg des Lichts, sei stets ein Vorbild. Hier
Okay, hier haben wir auch wieder Kindenergie. Ja, ein Vorbild. Eben auch jetzt diesen nächsten Schritt zu gehen, um damit vielleicht auch ein Vorbild für andere zu sein. Und vielleicht kannst du dich auch fragen, ja, es gibt auch diesen Satz, sei du das Vorbild, das du vielleicht als Kind gebraucht hättest und was wäre für dich wichtig geworden? Und gleich mal ab mit dem, was du tust oder wie du dich verhältst oder mit dem Menschen, mit dem du dich umgibst, verkörperst du genau da dieses Vorbild, das du als Kind gerne gehabt hättest, zu dem du aufgeschaut hättest. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Impuls, wo du mal abgleichen kannst, um zu gucken, was ist noch stimmig, wo bist du selbst rausgewachsen, was bringt dich nicht mehr weiter, um da zu gucken, was einfach ausgedient hat. Okay, hier haben wir nochmal die Sonnenenergie. Sonnenzeichen, zentriertes Selbstbewusstsein. In deiner Mitte konzentriert sich dein strahlendes Bewusstsein. Ja, das ist für mich auch wieder die Energie, wenn ich die Pilze hier habe. Vielleicht hat man dir als kleines Kind schon abgewöhnt, dein Licht mit anderen zu teilen. Vielleicht war deine Energie viel, viel stärker als in deinem Umfeld. Und dann gab es halt toxische Einflüsse, wo Menschen immer irgendwie versucht haben, dich zu manipulieren, dich klein zu halten, dir dein Leuchten zu nehmen. Und jetzt ist es an der Zeit, dir das wieder zurückzuholen und auch mal wirklich reinzufühlen, was nimmt dir deine Strahlkraft? Welche Personen und Situationen führen dazu, dass du dich zurücknimmst, dass du dich kleiner machst, als du bist oder deine Stärke irgendwie so ein bisschen zurückhältst. Hier haben wir das Herzensheim, Mitgefühl. Ja, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das hängt irgendwie mit deiner Kindheit zusammen. Und genau das möchte ich hier aufgehoben werden. Hab vielleicht auch ein bisschen mehr Mitgefühl mit dir selbst. Vielleicht bist du in irgendwelchen Bereichen ein bisschen zu hart mit dir. Und achte auf, ja, diese Herzenergie ist ja auch irgendwie sehr stark, dass du auch mal irgendwie beobachtest, welche Menschen führen dazu, dass du das irgendwie verlierst. Vielleicht bist du auch so ein, eigentlich ein sehr gutherziger Mensch und eben, wenn du hier mit Personen zusammen bist, die vielleicht die Macht haben, das Schlimmste in dir rauszuholen. Also irgendwelche narzisstischen Energien oder Menschen, die dich auf die Palme bringen oder die irgendwie ganz genau wissen, wie sie dich triggern können, um ja so eine tiefschwingende Seite aus dir herauszukitzeln. Weil das gibt diesen Menschen Energie, weil sie dann merken, sie versuchen, dich auf ihr eigenes Level runterzuziehen, weil die sich dann gut fühlen. Und genau das ist ja, glaube ich, so ein bisschen deine Aufgabe, zu erkennen, welche Menschen diese Macht haben, diese Energie in dir zu fördern. Und dich da ganz, ganz klar von zu distanzieren und in deiner positiven Energie zu bleiben, in einer hohen Schwingung zu bleiben und nicht auf die tiefe Schwingung, auf so ein tiefes Niveau von anderen Menschen dich ja, herunterzubegeben. Weil das dich blockiert. Nähre die Kraft der Verbundenheit in dir. Du bist nie allein, auch wenn du dich einsam fühlst. Du bist mit allen anderen Wesen im Universum innerlich verbunden. Mach dir das bewusst und öffne dein Herz für die Kraft des Wir. Sieh auf das, was dich mit anderen verbindet, nicht darauf, was dich trennt. Wow, und das ist genau die gleiche Energie. Also ich, also diese Herzenergie und dieses tiefe Strahlen, das ist absolut deine Stärke. Aber wie gesagt, ich glaube, das wurde dir in deiner Kindheit so ein bisschen ausgeredet oder man hat dich immer nur auf deine Schwächen irgendwie hingewiesen, damit dir gar nicht bewusst ist, was du eigentlich für eine Aura hast, was du für eine Energie hast. Und das ist halt oft so eine narzisstische Energie. Irgendjemanden, dem du ein Dorn im Auge bist, dir das irgendwie bewusst zu machen und dich aber auch nicht darauf zu konzentrieren, irgendwie im Hass zu sein, sondern einfach diese Energie bei dieser Person zu lassen. Jeder ist selbst für seine Schwingung, für seine Energie verantwortlich und dich davon einfach abzugrenzen und wirklich das zu nähren, was die Verbundenheit stärkt und dich auf die Personen zu konzentrieren, die dir diese Verbundenheit auch widerspiegeln und eben nicht irgendwie die Trennung fördern.
Da haben wir noch das Eisenkraut, das Sensible. Du lebst Tag ein, Tag aus dasselbe Leben und hast das Gefühl, dass du dich selbst nicht mehr spürst. Das alles macht dich nicht glücklich, oder? Eisenkraut lässt dich sensibler und einfühlsamer werden, vor allem auch im Umgang mit dir selbst. Ja, und das habe ich eben auch schon wahrgenommen. Vielleicht bist du jemand, der immer sehr viel Mitgefühl für andere Menschen hat, aber wenn es um dich selbst geht, bist du vielleicht viel zu hart zu dir. Und genau das gefällt solchen Personen. Und versuch wirklich mal diese Energie zu dir zurückzunehmen und auch anzuerkennen, dass du es auch verdient hast, dass es Menschen gibt, die das Beste in dir fördern, die dich erfolgreich sehen wollen, die sich für dich freuen können. Menschen und vor allem Freunde, die eifersüchtig sind und wo du Angst hast, dass du denen irgendwelche positiven Sachen erzählst, dass die da eifersüchtig sind. Das ist keine gesunde Freundschaft. Also in einer richtigen Freundschaft auf Augenhöhe, da freut man sich für den anderen, da möchte man den anderen erfolgreich sehen, da möchte man, dass diese Person ihr höchstes Potenzial lebt. Und alle Menschen, die dir nicht dieses Gefühl geben, die stehen dir definitiv im Weg. Und da geht es dann nicht darum, dass du so viel Mitgefühl für die hast, sondern anzuerkennen, dass diese Personen dir im Weg stehen, dein größtes Potenzial zu leben. Da haben wir noch den goldenen Hirsch, Offenbarung und Meisterschaft. Der goldene Hirsch erscheint dir an der Schwelle in die solaren Reiche der Meister und Meisterinnen. Deine Meisterschaft steht an, meistere dich selbst. Wow. Ja, wir haben jetzt dreimal diese krasse Sonnenenergie und wir haben hier unten ja auch das Karma. Und vielleicht kommst du nochmal in eine Situation, wo du genau das erkennen darfst, damit du endlich lernst, dich nicht für andere Menschen kleiner zu machen, damit du lernst, dich nicht zu verbiegen, nur damit es anderen Menschen gut geht, nämlich die Person, die darunter leidet, bist du. Und ich glaube, das hast du in der Vergangenheit öfters runtergespiegelt und das sollst du definitiv nicht mehr machen, weil du bist. Ich nehme ja so eine Anführerenergie wahr, aber nicht Anführer im Sinne von Ego, sondern so ein lichtvoller, positives Beispiel, Vorbild für andere Menschen. Und das ist so eine positive Herzenswärme. Aber man darf das natürlich nicht verwechseln mit Menschen, die das ausnutzen und dich manipulieren. Da darf man schon klare Grenzen setzen und anerkennen, wer das nicht verdient hat. Dann aber nicht in diesem Hass und so einer negativen Energie stecken zu bleiben, sondern anzuerkennen, okay, diese Person ist gerade noch irgendwie auf einer anderen Ebene, muss noch ihre Lernerfahrungen sammeln, um dieses Toxische zu überwinden. Aber du darfst dich da rausnehmen und diese Energie für dich behalten und damit, ja, stärkst du auch die kollektive Energie, als wenn du dich hier runterziehen lässt. Ja, befreie dich von Negativität, genau das ist das. Und hier dieser Skorpion, welche Menschen da im Umfeld haben einfach noch die Macht, deine Frequenz, deine Schwingung in den Keller zu ziehen? Und das darfst du, glaube ich, erkennen und verändern. Okay. Ja, hier haben wir das Thema Urteil. Ich erkenne, dass alle Menschen ihren eigenen Weg und ihre ganz persönlichen Herausforderungen haben. Und genau das ist das. Einfach zu erkennen, wir Menschen sind auf unterschiedlichen Lernstufen. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, und jeder kann nur seinen eigenen Weg gehen. Und wir sind nicht dafür verantwortlich, wo andere Menschen stehen. Und wenn wir unsere Energie verlieren, bringt das niemandem was. Du verlierst deine Energie und dieser Person hilfst du aber auch nicht damit. Von daher lass jeden da, wo er ist. Vertraue darauf, dass jeder seine Lernerfahrungen macht und früher oder später dahin kommt, wo er hingehört. Aber verschwende deine Energie nicht für Situationen, die du eh nicht beeinflussen kannst und wo du am Ende noch irgendwie den Kürzeren ziehst, weil deine Energie einfach in den Keller fällt und du dadurch schwächer wirst und du dadurch dir selbst im Weg stehst. Weil wir sehen ja hier, die Pilze stehen hier vor deiner Wunscherfüllung. Eben, und hier haben wir auch noch den Erfolg. Ich weiß, dass zu lieben das höchste aller Ziele ist. Ja, und das ist halt deine Stärke. Aber eben Empathen müssen halt auch lernen, dass nicht jeder, manchmal ist es einfach Zeitverschwendung oder einfach nicht die richtige Zeit für bestimmte Personen, eine bestimmte Lernerfahrung zu machen. Auch wenn du das schon siehst, wenn du aus deiner Perspektive das alles schon erkennst, dann kann es auch wenn es gut gemeint ist, kann es auch übergriffig sein, weil diese Person einfach
auf einem ganz anderen Weg ist und du kannst den Weg nicht für diese Person gehen, aber es ist auch wichtig, dass du dich auf deinen Weg konzentrierst und dich hier nicht von zu viel Negativität ablenken lässt. Ja, Aktion, das haben wir ja schon mit dem Reiter. Für mich ist das so, ja, wirklich seine ganzen Kräfte und Energien zurückzuholen und sich auf seinen eigenen Weg zu konzentrieren. Hier haben wir noch den Smaragd, Harmonie und Schönheit. Smaragd öffnet dich für deinen einen Partner und belebt euer Zusammensein neu. Er führt zu Harmonie und innerer Schönheit. Ja. Und je nachdem, ob du Single bist oder nicht, genau diese Energie, wenn du zu viel Energie verpuffst für Menschen, die das eh nicht zu schätzen wissen, wird sich das auch definitiv innerhalb von deinen Beziehungen spiegeln. Und wenn du das erkannt hast und dir deine Energie zurücknimmst und das Positive förderst und darauf achtest, in einer hohen Schwingung zu sein, profitieren alle davon. Und auch diese Personen werden dann früher oder später vielleicht auch das dich als Inspiration sehen. Und so, ja, kannst du auch die beste Inspiration sein, indem du für dich sorgst und die positive Energie irgendwie mit anderen teilst und eben das Verbindende nährst und nicht das Trennende. Und das führt hier auch zu einer Veränderung und mehr Harmonie generell innerhalb von Beziehungen, also sei es freundschaftlich oder partnerschaftlich. Also sehr schöne Botschaft. Abschließend ziehe ich noch eine Karte hier raus, dann lasse ich das mal für heute so stehen. Was gibt es hier noch abschließend zu sagen? Lass los, etwas Besseres wartet auf dich. Loslassen, Ende. Ja, für mich, was ich eben schon gesagt habe, lass das los, was die Negativität in dir fördert. Lass das los, was deine Schwingung in den Keller zieht. Lass das los, was dir einfach nicht dient, was dazu sorgt, dass du nicht in deiner Harmonie bist. Sehr stimmige Botschaften, stimmige Karten. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, hast ein paar Impulse bekommen, eine neue Perspektive. Dann freue ich mich über deinen Daumen nach oben, deinen Kommentar und sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo, Gruppe Nummer 2. Du hast dich hier für den Obsidian entschieden und die Karten legen wir erstmal zur Seite. Und wir schauen, was steht dir gerade im Weg, worauf solltest du dich konzentrieren, was bringt dich jetzt nicht weiter und was ist deine aktuelle Aufgabe. Da kommt schon der Berg raus, der Schlüssel, die Vögel und die Ketten. Okay, also, wenn die Blockade auf der Blockade liegt, ist das immer sehr aussagekräftig. Also, du siehst anscheinend gerade nicht so, oder du zögerst. Ich nehme hier eine sehr starke zögerliche Energie wahr. Vielleicht hast du schon länger darüber nachgedacht, etwas zu verändern oder einen neuen Weg einzuschlagen. Und ich habe das Gefühl, du kommst so ein bisschen aus einer Stagnation raus, weil du dich jetzt traust, den nächsten Schritt zu gehen. Also hier mal zweimal so die Energie, du wartest, bis du vielleicht ein klares Go bekommst, bis dir jemand eine Tür öffnet, bis dir jemand sagt, hier geht's jetzt lang und das bringt dich jetzt weiter. Aber deine Aufgabe ist, ja, selbst diesen Schlüssel in die Hand zu nehmen und selbst eine Tür zu öffnen. Auch mit der Gefahr, dass es vielleicht nicht die richtige Tür ist. Am Ende des Tages ist es einfach nur eine Lernaufgabe. Es ist nichts, es ist kein Fehler oder was auch immer. Es ist nur das, was unser Ego uns dann einredet. Aber das, was dich jetzt weiterbringt, ist einfach weiterzugehen. Also aus dieser Stagnation raus, aufzuhören, zu viel zu überdenken, weil das sehe ich hier auch. Du möchtest irgendwo eine klare Bestätigung oder eine klare Botschaft haben, damit du dich in Bewegung setzt. Aber das Ding ist, es ist deine Aufgabe, erst die ersten Schritte zu gehen und auf dem Weg wirst du die Hinweise bekommen. Aber du musst dich jetzt erstmal entscheiden und das Vertrauen haben, loszugehen, in welchem Bereich das jetzt hier gerade auch wichtig ist. Und noch 3 Zusatzkarten.
Ich glaube, du wirst gerade aufgefordert, ein bisschen mutiger zu sein und auch vielleicht aus deiner Komfortzone rauszugehen. Und ja, vielleicht hast du viel mit Nervosität oder Unsicherheit zu kämpfen, aber dich davon eben nicht aufhalten zu lassen, sondern das auch einfach anzunehmen. Und eben jeder neue Anfang, jeder nächste Schritt ist immer irgendwie mit einer Unsicherheit verbunden, weil keiner gibt dir die Bestätigung, dass jetzt irgendwie dass der absolut richtige Schritt ist. Aber geht, glaube ich, gerade bei dir darum, dieses Vertrauen in dich selbst zu haben, dass egal welchen Schritt du gehst, dass jeder Schritt dich jetzt irgendwie weiterbringt. Und ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass du dir selbst irgendwie nicht so viel zutraust oder irgendwie zu viel analysierst, zu viel im Kopf bist, aus einer Unsicherheit heraus. Aber eben mit den Bären hier sehe ich auch, es ist gerade deine Aufgabe, deine Größe zu erkennen und diese Selbstsicherheit zu haben, in dich selbst zu vertrauen und dir einfach mal mehr zuzutrauen und dafür einfach mal loszugehen und dann zu gucken, was passiert denn dann, ohne vorher schon ganz genau wissen zu müssen, dass irgendwas gut wird oder eben nicht. Also sehr viel mehr Selbstvertrauen. Die Bestimmung der Priesterin ist die Transformation. Du bist das Licht der Veränderung und in dir schwingt alle Kraft, die für jeglichen Wandel nötig ist. Interessant. Also es passt ja auch zu dem Leuchtturm. Ja, ich nehme auch die ganze Zeit wahr, es gibt kein richtig oder falsch. Es geht einfach nur darum, dass du etwas tust, dass du etwas anders tust als sonst. Und auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaust und mal Dinge ganz anders machst, ohne dass irgendjemand anderes dir schon gezeigt hat, wie das jetzt geht und Dinge neu ausprobierst. Und eben mit dem Einhorn geht es jetzt darum, entscheide du, was der neue Maßstab ist. Lass dir nicht von anderen vorgeben, wie du etwas zu tun hast oder wie etwas auszusehen hat. Kreiere du dir selbst das Leben, das du leben möchtest, und setz du dir selbst deine Messlatte und vergleich dich nicht mit anderen. Weil du kreierst dein Leben selbst. Hier haben wir noch den Prasem, Selbstbeherrschung und Beruhigung. Wut und Zorn zerstören nur dich selbst. Prasem schenkt dir tiefen inneren Frieden und lässt dich friedvolle, versöhnliche Lösungen finden. Sein Geschenk, Vertrauen ins Leben. Was ich sage. Und eben mit den Vögeln sehe ich ja auch diese Beunruhigung. Du merkst, irgendwie rüttelt es vielleicht in deinem ganzen Leben. Du merkst, all das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, bringt dich jetzt nicht mehr weiter. Und nirgendwo hast du vielleicht diesen Halt oder diese Sicherheit, aber genau das ist richtig, weil genau das bringt dich dazu, mal was Neues auszuprobieren. Es ist jetzt nicht die Zeit, dass wir all das machen, was wir immer gemacht haben. Die Welt möchte sich verändern und es braucht Menschen, die mutig erste Schritte gehen, auch wenn niemand sonst diesen Schritt schon mal vorgegangen ist, diesen Weg vorbereitet hat. Du sollst einen ganz neuen Weg gehen. Hier haben wir die Kugel, allumfassendes weibliches Prinzip. Göttliches Licht schwingt in jeder deiner Zellen. Okay, das Thema Weiblichkeit und Licht ist hier irgendwie auch sehr präsent. Ja, es passt jetzt auch gerade zu dieser Bewegung, dass Frauen ja wieder mehr Macht haben und sich eben aus diesen Ketten befreien, die uns ja, Jahrhunderte wahrscheinlich schon auferlegt wurden und dass wir jetzt an der Reihe sind, unser Leben so zu leben, wie wir es leben wollen und dass nicht irgendjemand uns sagt, wie wir uns unser Leben zu leben haben und dadurch auch anderen Frauen den Weg weisen können, die nach uns kommen, andere Generationen. Und dafür ist es wichtig, jetzt neue Schritte zu gehen und sich eben aus diesen Ketten zu befreien. Das, was wir vielleicht Ewigkeiten geduldet haben, nicht mehr zu dulden. Ja, äußerst kritische Lage, Mut, sich dem Leben zu stellen. Also ich nehme die ganze Zeit wahr, dass es jetzt an der Zeit ist, mutig zu werden und seine Kraft und seine Stärke anzuerkennen und mutig loszugehen. Nähre die Kraft der Einzigartigkeit in dir. Du bist einmalig, dich gibt es zu allen Zeiten im ganzen Universum nur ein einziges Mal.
Da alles mit allem zusammenhängt, heißt es auch, dass das ganze Universum ohne dich nicht existieren könnte. Du bist was Besonderes, vergiss das nie. Und das haben wir ja hier auch mit dem schwarzen Einhorn. Und genau das ist die Kernbotschaft hier. Du bist jetzt gefragt mit deiner Einzigartigkeit, mit deinen Stärken, mit dem, und es hängt ganz stark mit deiner weiblichen Energie zusammen. Und auch wenn du ein Mann bist, wir haben immer männliche und weibliche Energie, bist du auch ein wichtiger Teil, um diese Veränderung hier mit zu manifestieren. Dann haben wir noch den Thymian, der Funkengeber. Du fühlst dich gerade sehr schwach, abgekühlt und träge. Es fehlt dir Feuer im Körper, das dich motiviert. Der Funke, der dir wieder zeigt, dass ganz viel Leidenschaft und Passion für das Leben in dir steckt. Dieser Funke kommt vom Thymian, er entfacht dein Feuer. Ja, und genau das fehlt dir, glaube ich, dieses Feuer wieder zu spüren. Und da ist es wichtig zu gucken, und das ist ja genau das Thema, warum Menschen depressiv werden, weil wir hier in einer Welt, in einem System groß werden, wo viele einfach überhaupt nicht reinpassen. Und ich glaube, ich habe Hunger, ich hoffe, man hört das nicht. Ja, auch diese Außenseiterenergie. All die Menschen, die immer ihr Leben lang, auch in der Schule oder sonst wo, immer gehört bekommen haben, man passt irgendwie nicht rein oder man war immer irgendwie anders. Das sind genau die Menschen, die jetzt Teil dieser Veränderung, dieser Transformation sind. Und es ist wichtig zu erkennen, dass du nicht falsch bist, sondern dass das, wo dir eingeredet wurde, dass es irgendwie falsch ist, dass es irgendwie nicht ins System passt, genau das ist, was die Welt jetzt hier verändert. Und deswegen ist es wichtig, hier mutig voranzugehen, an sich selbst zu glauben, Vertrauen zu haben, weil jetzt ist quasi deine Zeit. Jetzt werden die Außenseiter zu den Menschen, die für eine Transformation sorgen, die bessere Welt quasi aufbauen. Wege der Verliebten, Öffnung, Verschmelzung und Einheit. Frisch verliebt zu sein, ist ein wunderbares Gefühl. Spüre die Liebe, die in allem pulsiert. Lasse dich vom Leben verzaubern. Liebe ist immer da. Ja, das ist ja auch diese Lebensfreude und Leidenschaft. Und eben, das ist auch immer der Leuchtturm oder dein Kompass. Alles, was bei dir so diesen Funken von Leidenschaft und Lebensfreude entfacht, das weist dir den Weg, dass das richtig für dich ist. All das, was hier irgendwie so langweilig ist, wo du das Gefühl hast, deine Seele verkümmert hier. So habe ich mich zum Beispiel gefühlt, als ich irgendwie angestellt in einem Büro saß jeden Tag und ich mir dachte, das kann definitiv hier nicht mein Weg sein. Das fühlt sich einfach von vorne bis hinten einfach komplett falsch an. Und das ist ein Zeichen, dass man da auch einfach nicht richtig ist. Und das heißt nicht, dass mit einem was nicht stimmt. Das heißt einfach, dass das System für einen nicht stimmt. Und ich glaube, das merken immer mehr. Und wenn sich eben die schwarzen Einhörner hier quasi zusammentun, haben wir hier eine ganz andere Macht, was ganz, ganz Neues auf die Beine zu stellen, wo wir eben alle wieder eine Lebensfreude haben, wo wir unseren Platz einnehmen können und nicht das Gefühl haben, dass wir hier irgendwie falsch sind, sondern dass wir hier genau richtig sind und dadurch uns gegenseitig inspirieren und automatisch wieder diese innere Stärke bekommen und diese Motivation. Ein Neubeginn steht an. Passend, muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Fantasie, ich erkenne das Kreative in mir und fördere es. Genau, dieses Kreative. Da auch mal wieder in diese Energie zu gehen, um Wege zu finden, die vielleicht nicht direkt naheliegend sind, weil sie eben noch nicht gegangen worden sind von anderen Menschen, sondern einfach mal kreativ zu sein, Dinge neu auszuprobieren und eben mal diese Tür zu öffnen und wenn es nicht stimmt, dann gehst du wieder zurück und öffnest eine neue Türe. Aber alles ist besser, als hier einfach stehen zu bleiben und diese Lustlosigkeit oder diese sich einfach, ich nehme hier gar keine Lebensfreude wahr und einfach alles ist so Routine, langweilig und abgestumpft und das möchte hier definitiv transformiert werden. Wie gesagt, dein Kompass ist deine Lebensfreude. Was weckt diesen Funken Lebensfreude in dir? Was treibt dich an? Diese intrinsische Motivation, wo du einfach Bock drauf hast, wo niemand kommen muss oder muss und dich zu irgendetwas motivieren muss, weil diese Motivation einfach aus dir herauskommt und dadurch entfachst du wieder dein inneres Feuer und damit
Step by Step bekommst du dann die Infos, die du brauchst, um diesen Weg weiterzugehen. Aber du musst jetzt erstmal irgendwie irgendwas grundlegend neu machen. Und das erkennen wir nur, indem wir unterschiedliche Dinge ausprobieren. Und dann erkennen wir, okay, nee, das macht mir auch keinen Spaß. Aber den Teil finde ich ganz gut, dann kann ich den vielleicht mit dem kombinieren und dadurch entwickelt sich dann vielleicht irgendwas Neues. Embracing, das ist auch immer so diese Energie, alles anzunehmen, was ist, auch ja, wertungsfrei und jede Situation eben als Wegweiser anzuerkennen. Da bist du unglücklich, diese Personen rauben dir deine Lebensfreude, dann ist es an der Zeit, sich da zu distanzieren und einen neuen Weg zu gehen, bis du wieder dieses Gefühl von Lebensfreude hast, von Motivation, von Kreativität, von Flow. Und das ist deine Aufgabe da jetzt, ein bisschen kreativ zu werden, mutig zu sein, Neues auszuprobieren und dann bist du da auf jeden Fall richtig unterwegs. Ja, nochmal der Bär. Wow. Okay, abschließend ziehe ich noch eine Karte hier raus und dann lasse ich das hier auch mal so stehen. Keine gute Tat bleibt vergessen. Rechne mit einem Karma-Ausgleich, Selbstlosigkeit und Gutmütigkeit. Ja, und das ist für mich aber auch so, nichts bleibt vergessen. So auch als Hinweis, vielleicht hast du immer so diesen Glaubenssatz, du musst jetzt ganz genau wissen, was du als nächstes tust, weil sonst verlierst du wieder so viel Zeit oder sonst gehst du wieder einen Umweg. Aber eben, was ich eben schon gesagt habe, alles, was du machst, du lernst ja irgendwas daraus und somit ist das niemals verlorene Zeit oder falsch. Und das ist, glaube ich, auch so ein Mindset, das du haben solltest, womit du dir das Leben auch irgendwie einfacher machst. Alles ist besser als Stagnation oder irgendetwas, was so, ja, dich einfach nicht mehr erfreut. Und folge diesem Funken, der dir wieder Freude gibt. Das ist gerade so das, wonach sich deine Seele sehnt. Und ich hoffe, du konntest damit anfangen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Damit unterstützt du meine Arbeit hier. Und dann sage ich wie immer Danke fürs Zusehen und mach's gut.